Ja. Hast du nie Angst gehabt, wenn du unterwegs warst? Ah, nicht wirklich. Also ich meine, da kommt mir vielleicht auch mein damaliger Beruf so ein bisschen entgegen. Ja. Da war ich auch oft in Situationen, die, sagen wir mal, nicht normal sind oder die andere Menschen, also die kommen nicht in solche Situationen oder machen sich überhaupt Gedanken über irgendwie sowas, dass irgendwas mal gefährlich werden könnte. Aber ich kann mich erinnern, meine erste Reise nach Indien, da war ich ja noch in meinem alten Beruf. Und selbst da bin ich so dermaßen gewarnt worden von meinen eigenen Kollegen, ja, weil sie diese ganzen, die haben mir ja diese ganzen Vorurteile einfach runtergebetet. Ja, so von wegen Indien und allein als Frau geht schon mal gar nicht, da gibt es Massenvergewaltigung und was weiß ich und total brutal und gefährlich und ja, eine Frau ist da nichts wert und so weiter. Ja, aber ich habe mich noch nie von sowas abhalten lassen, ja, weil ich habe irgendwie von Geburt an ein sehr großes Urvertrauen durch die viele Arbeit mit dem Darm, auch eine sehr gute Intuition. Und es hat mich nichts überzeugt, was an mich herangetragen wurde.